Der Nießbrauch ist in Deutschland das unveräußerliche und unvererbliche absolute Recht, eine fremde Sache, ein fremdes Recht oder fremdes Vermögen zu nutzen. Jetzt das Ganze nochmal in langsam und ausführlicher. Das Eigentum an einer Sache gibt dem Eigentümer im Wesentlichen drei Rechte. Nutzung, Fruchtziehung, also die Schaffung von Erträgen und Erzeugnissen aus diesem Eigentum, und Verfügung. Durch die Begründung des Nießbrauchs überträgt der Eigentümer einer Sache, zum Beispiel eines Grundstücks, zwei dieser drei Rechte, nämlich Nutzung und Fruchtziehung, an eine andere Person und behält nur das Verfügungsrecht für sich. Wenn Nießbrauch an unbeweglichen Sachen wie Grundstücken beispielsweise bestellt werden soll, ist dieser Nießbrauch notariell zu beurkunden. In allen anderen Fällen nicht. Der Nießbrauch kann nicht nur an gesamtem Eigentum, sondern auch an Miteigentumsanteilen, also auch an einer Eigentumswohnung bestellt werden. Außerdem kann der Nießbrauch sich auch nur auf das Recht der Nutzung beziehen. Ein Nießbrauch kann gelöscht werden durch einen Löschungsantrag und eine Löschungsbewilligung. Die Löschungsbewilligung des Nießbrauchers muss notariell beurkundet werden. Der Löschungsantrag des Nießbrauchers muss lediglich ortsgerichtlich oder notariell beglaubigt werden. Das Nießbrauchrecht endet spätestens mit dem Tod des Nießbrauchers. Hier muss dementsprechend die Sterbeurkunde zur Löschung vorgelegt werden. Nießbrauch in der Praxis. Der Nießbrauch ist ein beliebtes Gestaltungsmittel bei der Überlassung von Immobilien innerhalb von Familienkreisen. So können Eltern die Immobilie schon zu Lebzeiten an ihre Kinder übertragen und sich dann von ihren Kindern als Erwerbe ein Nießbrauchrecht einräumen lassen. Durch diesen Nießbrauch können die Eltern die Immobilie weiterhin nutzen, obwohl sie selbst nicht mehr rechtlich Eigentümer der Immobilie sind. Sie können dann entweder bis an ihr Lebensende darin wohnen oder Einnahmen durch Vermietung und Verpachtung erzielen. Der Unterschied zwischen Nießbrauch und Wohnrecht liegt dabei darin, dass das Wohnrecht ausschließlich dazu berechtigt, in der Immobilie bis zum Lebensende zu wohnen. Der Nießbrauch hingegen ist umfangreicher und berechtigt beispielsweise auch dazu, mit der Immobilie Gewinne durch Vermietung und Verpachtung zu erzielen. Hier könnt ihr jetzt noch ergänzend das Video zum Wohnrecht schauen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.